Hi Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute will ich euch zeigen, wie ihr ein Tomatenhaus für den Garten bauen könnt. Ich werde euch wieder Schritt für Schritt durch das Projekt mitnehmen. Dann würde ich sagen, legen wir los. Okay, ich beginne damit, die beiden langen Bretter einmal auf allen Seiten glatt zu hobeln. Ich mache nun an der einen Seite eine Markierung bei 2 cm. Das Brett soll nämlich in Längsrichtung schräg abgeschnitten werden. Durch den 2 cm Schrägschnitt entsteht eine Dachneigung von 1%. Das reicht eigentlich nicht, aber ich wollte das Brett nicht zu dünn werden lassen. Deswegen werde ich den Rest dadurch herstellen, dass das ganze Dach beim Aufstellen noch zusätzlich etwas schräg gestellt wird, sodass ich auf mindestens eine Schräge von 2-5% komme. Um das Brett schräg abschneiden zu können, schraube ich eine Dachlatte daran, die an der einen Seite 2 cm übersteht und an der anderen Seite bündig anliegt. Jetzt schneide ich die Schräge über die Tischkreissäge ins Brett. Den Vorgang wiederhole ich noch einmal. Jetzt schneide ich die 4 Querbretter auf ein Maß von 95 cm zurecht. Das Maß ergibt sich aus den Abmaßen von der Dachhaut. Die ist nämlich 2 Meter lang und 96 cm breit. Auch die Querbretter werden wieder über die Hobelmaschine glatt gehobelt. Jetzt zeichne ich die Lage der Querbretter an. Alle Bretter sollen 10 cm überstehen. Dadurch markiere ich auf den Längsbrettern von beiden Außenkanten aus 10 cm. Den Rest dazwischen teile ich in 3 gleich große Felder auf und mache entsprechend die Markierung. Jetzt wird die Höhe der Querbretter markiert und anschließend auf der Tischkreissäge zurechtgeschnitten. Nun richte ich alle Bretter aus und markiere auf den Stirnseiten die Stellen, an denen die Bretter ineinander eingelassen werden sollen. Dafür übertrage ich die Markierungen auf die Seite und zeichne die bis genau zur Mitte des Bretts an. Ich stelle die Tischkreissäge auf diesen Wert ein und schneide den angezeichneten Teil mit vielen Sägeschnitten aus. Den Vorgang wiederhole ich für alle Querbretter. Die Säge muss für jedes Brett auf eine andere Tiefe eingestellt werden, weil ja alle Querbretter unterschiedlich hoch sind. Jetzt wiederhole ich den Vorgang für die beiden Längsbretter, wobei ich die Ausschnitte hier mit Japansäge, Hammer und Stechbeitel ausgefüllt habe, weil ich das lange Brett nicht vernünftig über die Tischkreissäge hätte schieben können.
Jetzt sollen alle Teile durch Holzleim miteinander verbunden werden. Weil ich aber nicht sauber genug gearbeitet habe, die Ausschnitte sind zu groß ausgefallen, muss ich das Ganze nochmal von oben mit 100 mm langen Schrauben befestigen. So, jetzt kommen die Stützen an die Reihe. Ich will die Dachkonstruktion in die Stützen einlassen. Dafür zeichne ich auf der Stütze, die 7x7 cm breit ist, ein Kreuz, wie hier dargestellt, genau in die Mitte. Das Kreuz übertrage ich nun auf die Seiten bis zu einer Tiefe von 10 cm. So weit will ich den Balken in die Dachkonstruktion einlassen. Mit der Japansäge und sehr viel Muskelkraft habe ich nun die Ausschnitte hergestellt. Mit Hammer und Stechbeitel wurden nun die einzelnen Teile rausgestemmt. Den Vorgang wiederhole ich nun für alle Stützen. Jetzt wird die Dachhaut aufgelegt und jede zweite Welle vom Wellendach am Hochpunkt markiert. Ich weiß, alle Tomatenhäuser haben ein durchsichtiges Dach. Das hat bestimmt auch seinen Grund. Ich hatte jedoch schon mal ein Tomatenhaus mit so einem gewellten Plexidach. Da kam jedoch einmal ein Hagel und das Dach war durchlöchert. Das wird mir bei der Dachhaut nicht passieren. Ich teste es einfach mal. An den markierten Stellen werden nun Dachlatten aufgelegt und mit 70 mm langen Schrauben an der Konstruktion angeschraubt. Und damit geht es raus in den Garten. Ich lege die Dachkonstruktion schon mal an den Ort, wo das Tomatenhaus aufgestellt werden soll, und richte es aus. Die Eckpunkte markiere ich mit 4 Stäben. Dadurch weiß ich, wo später die Einschlaghülsen hinkommen müssen. Zuerst wird jedoch an der Stelle die Grasnarbe entfernt. Jetzt werden die Einschlaghülsen in den Boden eingelassen. Beim Einschlagen muss darauf geachtet werden, dass die Hülsen so waagerecht wie möglich ausgeführt sind.
Beim Einschlagen der weiteren Hülsen muss man darauf achten, dass die Hülsen zueinander in Waage sind. Dafür einfach die Wasserwaage auflegen und kontinuierlich kontrollieren. Unterkante von der Dachkonstruktion gehe ich nochmal mit dem Oberfräser nach, damit die Kanten schön abgerundet sind. Danach geht es raus in den Garten. Ich streiche die Dachkonstruktion nochmal mit Holzpflegemittel ein. Die Dachkonstruktion ist zwar komplett von der Dachhaut verdeckt, aber gerade die Randbereiche werden auch ein bisschen Regen abbekommen. Nachdem die Dachkonstruktion getrocknet ist, können die Stützen aufgestellt werden. Jetzt hebe ich die Dachkonstruktion ein. Hierbei kontrolliere ich, ob alles in Waage ist und kann mit einem Vorschlaghammer noch etwas darauf einwirken. Mit einer langen Wasserwaage kontrolliere ich nochmal das Gefälle. Ich habe etwas mehr als 2%. Das ist wichtig, damit das Wasser auch wirklich ablaufen kann. Mit 70 mm langen Schrauben und Unterlegscheiben schraube ich die Stützen an die Einschlagshülsen. Mit 50 mm langen Schrauben verbinde ich die Dachkonstruktion mit den Stützen. Jetzt habe ich das Dach aufgelegt und mit Schrauben, die spezielle Dichtunterlegscheiben haben, verschraubt. Die gibt es auch einfach im Baumarkt zu kaufen. Das Tomatenhaus ist fertig. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir, indem ihr einmal unten auf den Daumen hämmert. Wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, abonniert mich doch. Ich lade in regelmäßigen Abständen neue Videos rund um das Thema Holzbau hoch. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.